Ja, hi. Ich habe mir jetzt ein schattiges Plätzchen gesucht, weil es einfach in der Sonne zu heiß ist. Ja, ich mache das Video jetzt ein zweites Mal. Ich hatte schon so ein geiles Video gemacht und dann stellte ich fest, dass ich das irgendwie diesmal falsch aufgenommen hatte. Hab versucht, irgendwie ein Programm zu finden, dass ich das drehen kann. Das hat irgendwie nicht so geklappt, wie es immer in diesen tollen Videos steht, erklärt wird. Ja, also vielleicht habt ihr irgendwie was. Kennt ein Programm, falls einem das doch mal versehentlich passiert, weil mit diesen tollen Smartphones, die drehen sich ja ganz gerne mal so, dass die Aufnahme dann plötzlich, wenn man sich die angucken will, irgendwie um 90 Grad oder 180 Grad verschoben ist und das nervt mich tierisch. Also vielleicht kennt ihr ja irgendein tolles, einfaches Programm, was man nehmen kann. Wenn ja, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Also mache ich es nochmal. Was soll's, nicht wahr? Ich werde heute gleich über mehrere Sachen sprechen, weil ja, ich will nicht über jede Sache, die passiert, ein extra Video machen. Ich erledige das dann gleich in einem Wisch. Heute habe ich, also ich möchte kurz über Strache eingehen. Kurz über Strache eingehen. Ja, also kurz über Strache etwas sagen. Dann über die Edeka-Spots, die ja für viel Aufsehen und ja, Diskussion gesorgt haben. Und was wollte ich noch? Irgendwas wollte ich noch. Ach ja, Joko und Klaas, die 15 Minuten, die sie ja da gezeigt haben. Ach Mist. Ach, da hatte ich mir einen Zettel gemacht, was ich da zu sagen wollte. Ach Mist. Ach, ich bin einfach genervt heute. Es tut mir leid. Vielleicht kriege ich das ja so hin. Ja. Also, ja, Strache, was ist da passiert? Um ehrlich zu sein, hat mich dieses Thema gar nicht so doll tangiert oder beschäftigt, wie es jetzt andere Patrioten oder natürlich auch die Österreicher bewegt hat, nicht wahr? Ich weiß ja, der Martin Sellner, der hat ganz viel darüber erzählt. Der macht immer noch Videos. Eins nach dem anderen hat er ja rausgehauen, weil ihn das ja natürlich sehr beschäftigt hat. Aber es ist nun mal passiert, ne? Ich sag mal, was er gesagt hat, ist jetzt gerade nicht so toll gewesen, ne? Er hat es im Ange ja, er hat's im angetrunkenen Zustand gesagt und bla bla bla. Dann wollte er da der Frau da imponieren und so weiter. Aber ganz ehrlich, gesagt ist gesagt. Und ich denke mal, der wird sich das in Zukunft überlegen, wie man da noch was erzählt. Ja. Und letzten Endes, ja, er ist nun mal trotz allem ein Politiker. Ne? Und ich sag mal, wer weiß, ob es andere anders gemacht hätten. Ich will nicht wissen, was alles so im Hinterstübchen sowieso passiert. Ne? Bei den ganzen Parteien, egal wer das jetzt ist. Ne? Der erste Gedanke, der mir so durch den Kopf schoss, war, letzten Endes ist jeder käuflich. Ne? Und gerade Politiker, die ja vielleicht eine Chance wittern, ne, sich vielleicht irgendwie ne, darzustellen, irgendwie Einfluss denn zu bekommen. Ne? Ich glaube, da ist keiner vor frei, ne, sowas nicht auch zu tun. Wer weiß, ob es nicht irgendwann auch im AfD-Politiker so gegangen wäre. Ja. Letztendlich, wir sind alle Menschen. Wir machen Fehler, wir lassen uns einlullen, beeinflussen. Egal, ob das jetzt vom patriotischen Lager kommt oder von links mittig, ist eigentlich jedem kann es passieren, sag ich mal. Ne? Also, was sie natürlich gemacht haben, ich denke auch, das ist auf jeden Fall eine sehr linke und hinterlistige Aktion war, die auf jeden Fall zu verurteilen ist. Die wollten ihn weghaben, ganz klar. Den hat einfach die Regierung da nicht gepasst. Und nun ist ja auch der Sebastian Kurz zurückgetreten. Ja, da freuen sich natürlich die ganzen Linksgrünen. Freuen sich jetzt natürlich, ne? Bin gespannt, was jetzt so kommt. Ich hoffe da. Ja, einfach gespannt sein, ne? Was jetzt da so passiert. Naja. Jetzt ist es eh nicht mehr zu ändern. Was ich allerdings gut finde, ist, dass er
ne, sich dazu geäußert hat, dass sich auch dafür entschuldigt hat, auch bei seiner Frau. Das muss man ihm ja zugute heißen. Hätte vielleicht auch nicht jeder so gemacht, ne? Wie oft reden sich Politiker für irgendwas raus, ne? Oder was sie in der Vergangenheit manchmal alles so rausgehauen haben, was dann einfach dann nicht so mehr so gesagt wurde, ne? Oder keine Gültigkeit mehr hat oder so, ne? Das ist ja auch schon oft passiert. Aber er stand dazu, hat den Fehler zugegeben, hat sich öffentlich entschuldigt, ne? Ja, mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Also. Aber ich denke, der wird sich schon wieder fangen. Also. Ja. Das wird schon alles irgendwie. Ja, denn nächstes Thema. Edeka. Diese Sache, muss ich sagen, hat mich eigentlich viel mehr aufgeregt, weil dieser Werbespot, einmal ja zum Muttertag und dann zum Vatertag, haben sie ja noch einen hinterhergehauen, wo ich dachte, Leute, beim ersten Spot haben sie schon so viel Shitstorm abgekriegt. Ich weiß, dass da ganz viele angerufen haben. Mein Mann übrigens auch, der hat sich da auch beschwert. Fand ich super. Ja, letztendlich es ging eine ziemlich gelangweilte Person ran. Er hat dann seine Meinung gesagt, sie hat es dann aufgenommen. Aber sein Eindruck war ja eher, dass es eher so, ja, erstmal später wurde sie denn wohl immer, ja, wurde sie denn ein bisschen einsichtiger, aber am Anfang wurde er so ein bisschen gelangweilt, weil vielleicht auch schon viele angerufen haben, wer weiß. Ja, die nehmen das ja letztendlich auch nur auf. Die können ja wahrscheinlich auch nichts dafür, ne? Die sitzen dann nur am Telefon, aber die kriegen es halt dann ab trotzdem, ne? Tja. So, aber da ist keine Entschuldigung gekommen, gar nichts. Ich muss gucken, wie ich die Kamera hier halte. Mann, ey, heute ist irgendwie. Ja, sie haben sich ja gar nicht dafür öffentlich entschuldigt oder irgendwas, ne? Da schießen die dann noch mit so einem zweiten bescheuerten Spot hinterher. Und beide Spots sind in meinen Augen männerfeindlich, ne? Da braucht man nicht drüber diskutieren. Einige fanden es lustig. Ich habe auch in meinem Umfeld das so gesagt, warum ich jetzt Edeka auch boykottieren werde. Ach nee, komm, das ist doch nicht so. Ich fand das eigentlich ganz lustig, haha. Aber nein, du kannst es nicht immer so abwägen und sagen, ach, das ist doch alles nicht so gemeint. Für mich ist die Botschaft klar rübergekommen, ne? Ich bin die Letzte, die wirklich keinen Spaß versteht. Ich schaue mir selber sehr gerne Stand-up-Comedians an, ne? Oder eine gute Komödie und so weiter. Ich lache wirklich sehr gerne, ne? Und, aber der Spot war einfach mal Mist, Leute, der war einfach Mist. Männerfeindlich, Frauen wurden hochgehoben ohne Ende. Ne, also nur wenn eine Frau oder eine Mutter ist, hat hier was drauf, kann das Kind erziehen. Männer kriegen eh nichts auf die Reihe. Nach deren Ansicht, nach deren Spot, da würden Kinder ja nur versüfft und verdreckt zur Kita gebracht werden und in die Schule, würden nichts Vernünftiges zu essen kriegen. Also ein Vater ist nicht imstande, seinem Kind eine ordentliche Mahlzeit zu präsentieren. Ich weiß nicht, also, ne. Und der zweite Spot war ja dann nicht besser, ne? Der wurde zwar kürzer gehalten, aber der war ja genauso bekloppt, ne? Wo ja auch wieder Väter Versager sind, aber dann auch dieses Danke, dass du nicht Mama bist, ja, das hätten sie sich klemmen können, also. Aber die wurden ja nicht klein gemacht, ne? Immer nur die Männer. Also, nee. Was sollte das? Also, aber ich finde es auch, wie gesagt, gut, dass eben sehr viele eben sich da wirklich aufgeregt haben und der Spot ja auch bei YouTube mehr Daumen nach unten als Daumen nach oben hatte. Das fand ich total cool. Das habe ich da gefeiert. Ja. Was soll denn das? Ich meine, Männer werden heutzutage sowieso immer mehr beschnitten. Ne? Ein Mann darf ja gar nicht mehr sein wie ein Mann. Wenn ein Mann einfach nur ein ganz normaler Familienvater ist und vielleicht noch einigermaßen und welche Werte vertritt, dann ist das ja schon mittelalterliches Denken heutzutage, ne? Oder frauenfeindlich oder was weiß ich nicht, was heutzutage alles nicht mehr sein darf. Ne? Du darfst einfach auch keine normale Familie mehr sein, wo dann die Mutter sich sagt, sie möchte vielleicht von sich aus wirklich ein, 2 Jahre zu Hause bleiben, sich um die Kinder kümmern, der Mann geht arbeiten. Sowas darfst du einfach nicht mehr sein oder das noch nicht mal äußern oder so, denn dann bist du ja gar nicht mehr up to date, ne?
schrecklich. Oder wenn man einfach vielleicht die Meinung hat, dieses, hey, ich finde aber, dass es besser ist, ne? So, wenn man das vielleicht so und so machen würde. Nee. Das passt nicht mehr ins Zeitbild, ne? Das ist nicht gendergerecht, ne? Ja. So, dann möchte ich noch auf Joko und Klaas zu sprechen kommen. Das hat mich auch sehr aufgeregt. Weil vielleicht auch deswegen, gerade weil ich ein riesen Fan von den beiden bin, ich gucke die unheimlich gerne. Das ist natürlich auch Geschmackssache, nicht alle mögen sie. Kann ich auch verstehen, wenn einer das als totalen Schwachsinn ab, ja, für sich so einfach das nicht gut findet. Okay, ich mag sie auf jeden Fall und freue mich über jede neue Sendung, die sie bringen. Dann habe ich das auch verfolgt, ne? Eben Joko und Klaas zusammen mal gegen ProSieben. Kam es ja zu diesen 15 Minuten, habe mich gefreut. Na, was zeigen sie denn? Ja, und dann, wo sie ja schon sagten, naja, gibt es Menschen, die haben mehr zu sagen als wir, dachte ich, nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nicht das, was ich denke. Und letztendlich war es das, natürlich. Es ging wieder um, ach, ey, ihr könnt euch das Video selber angucken. Es ging ja wieder um schlechtes Gewissen machen und wir müssen so viel Mitleid haben und, die ganzen, für mich war es einfach eine Schlepperin, ganz ehrlich. Die begeht für mich eine illegale Handlung, nichts weiter. Die trägt dazu bei, dass wir diese ganzen Leute jetzt hier haben und diese ganzen Zustände haben. Und die soll ich jetzt feiern oder vor der irgendwie Respekt haben, was sie tut? Nein, sorry, habe ich nicht. Ja. Ganz einfach. Ja. Ich weiß nicht, ich musste dann auch wirklich abbrechen. Ich wollte mir das nicht antun. Ich weiß nicht, was sonst noch da auf dem Schirm war. Vielleicht waren auch Leute, die, was wirklich okay war, wo es nicht immer nur um Flüchtlinge geht. Ich weiß, von Olli Flechter hat das ja auch ein bisschen kommentiert, dass wohl noch eine über Obdachlose gesprochen hat. Das finde ich zum Beispiel ein gutes Thema, ne? Das wird ja auch viel zu wenig. Ist viel zu wenig Thema, ne? Das interessiert irgendwie keinen, ne? Ich weiß nicht. Ich hätte da so ein paar Alternativen. Die habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Gute Alternativen wollte ich hier vortragen. Muss ich das versuchen, aus dem Kopf zu. Ich hätte so, so Vorschlag vielleicht, wenn sie so eine Sendung vielleicht nochmal machen wollen. Alternative 15 Minuten. Wie man das vielleicht auch füllen könnte. Leuten, die eher so immer als Hassobjekt gesehen werden, ne? Die so ja hier aufklären, was hier alles passiert. Zum Beispiel, mit was muss ich Martin Sellner zum Beispiel alles rumschlagen? Der hätte doch auch so einen Stuhl da verdient, um mal zu Wort zu kommen, oder? Wie es dem so geht in manchen Situationen, ne? Oder auch ein Billy Six. Würdet ihr den auch einladen, dass der so mal seine Story erzählen kann? Oder auch Julian Assange, nicht wahr? Das ist ja auch sehr aktuell. Sein Gesundheitszustand ist ja jetzt sehr bedenklich, ne? Überhaupt, was der alles geopfert hat, was der für uns eigentlich getan hat. Und er wird behandelt wie ein Schwerverbrecher, ne? Der wäre doch vielleicht auch mal anhörungswürdig. Ist so meine Meinung. Wen haben wir da noch? Oder alle Frauen, hauptsächlich ja wohl Frauen, aber auch hier anderen, die davon betroffen sind, was unsere tolle Bereicherung uns hier so antut. Ne? Frauen, die belästigt werden, die begrapscht worden sind, die vergewaltigt worden sind. Hört euch die doch mal an, wie es denen jetzt so geht. Zum Beispiel. Oder auch Angehörige, die ihre Familienangehörige verloren haben durch das alles, ne? Durch Morde. Ja. Wäre mal interessant, sich deren Meinung mal anzuhören, denen mal eine Stimme zu geben, denen mal Raum zu geben, wie es denen wohl geht. Ja, ich könnte noch bestimmt einige andere Sachen, wo mir noch einfallen von Leuten, die niemals gehört werden würden. Im Fernsehen jedenfalls nicht. Und wenn dann immer nur als Hassobjekt, als Nazis. Aber sich mal richtig objektiv mit ihnen auseinandersetzen, das werdet ihr nicht tun. Und das ist sehr, sehr schade. Und deswegen habe ich auch schon ganz, ganz lang keinen Fernseher mehr. Yay! Und ich bin sehr, sehr glücklich damit. Weil ich mich einfach nicht mehr weiter anlügen lasse. Oder für dumm verkaufen lasse. Ich habe ihn fertig. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Genießt das Wetter, viel trinken, ganz, ganz wichtig. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.